Ja. Interaktiv, mein Original. Ja. Mein Original. ich habe gerade mal gefragt, ihr möchtet auch Richtung Amerika gehen und du hast gerade schon erzählt, dass ihr da was released habt. That's right, yeah, we released our first single, Swear Again. Wir haben unsere erste Single, Swear Again, in Amerika rausgebracht. Die ist jetzt seit drei Wochen draußen, ist jetzt Nummer 46. Und das ist eigentlich ziemlich gut für Amerika, weil das Land so groß ist. Und ich hoffe, dass wir in die Top 10 irgendwie kommen. In Amerika, das wäre richtig geil. In den Top 10 in Amerika. Ich meine, ihr seid ja im Moment wirklich super erfolgreich. Ihr seid jetzt zwar demnächst noch die Vorgruppe von Boyzone, ne? Aber trotzdem seid ihr nicht? Nee, wir haben jetzt gerade eine Tour aufgebaut in England und Irland. Das sind irgendwie ganz viele Stadion, da haben 36. Und das ist natürlich ein ziemlich guter Start für uns. Das ist nämlich die erste Tour, die wir machen. Wenn wir das jetzt machen, wir sind in Wembley zum Beispiel im Stadion. In Manchester zum Beispiel achtmal. Sechs oder sieben Nächte in Glasgow zum Beispiel. Ich glaube, 11 oder 12 Auftritte haben wir in Glasgow im Stadion. Das ist ziemlich gut. Ich hoffe, dass wir weiterhin so Glück haben werden. Irgendwie, Boyzone laufen ganz gut. Die haben es aber nicht richtig geschafft. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir so einen guten Start hingelegt haben. Wie fühlt man sich denn da, wenn ihr jetzt besser ankommt als Boyzone? Das macht ihr ja gerade im Moment. Und Ronan Keating ist ja auch noch Management. Was sagt Ronan Keating? Ich meine, der freut sich bestimmt auf der... Also ich weiß nicht, ob er richtig mehr Erfolg hat, wir hatten aber irgendwie schnelleren Erfolg. Sie haben jetzt irgendwie ein paar Alben mehr draußen als wir. Aber wir sind natürlich jetzt auf dem richtigen Weg, man weiß nie, was passiert. Und vielleicht, wenn die mal weg sind, haben wir natürlich wirklich mehr Erfolg als die. Aber so, wir wollen jetzt irgendwie schön Schritt für Schritt alles aufbauen. Und Ronan freut sich natürlich darüber auch. Und wir denken immer noch, das sind so Idole, sage ich mal. Irgendwie, wir fragen natürlich auch im Rat, wenn wir Fragen haben. Und wir bewundern Boyzone natürlich auch. Sie sind schon so lange dabei und haben auch konstant Erfolg gehabt in den letzten Jahren. Aber ich meine, die sind schon seit 6 Jahren dabei und waren die ganze Zeit erfolgreich. Und das muss man erstmal schaffen. Ja. Pascal, hast du eine E-Mail? Würde dir das denn Spaß machen, in der Boygruppe mal mitzumachen? Nö. Nee? Nö. Nein. Dann lest doch mal die E-Mail vor. Ja. Also... Hallo, ich habe eine Frage an Westlife und hoffe, dass ihr sie ihnen bei Interaktiv stellt. Und zwar würde ich sie gerne fragen, was sie an der Stelle der Musik gemacht hätten. Hätte es mit Westlife nicht so gut geklappt. Außerdem wünsche ich Kian alles Gute zu seinem Geburtstag am Samstag und viel Spaß beim Feiern. Einen Kuss an Shane von mir und viele Grüße an Mark von Nancy. Ich würde mich sehr freuen, wenn Nancy und ich ein Autogramm bekommen könnten. Danke. Das war's. Dann noch eine. Achtung. Erstmal die Frage beantworten. Also, was hättet ihr gemacht, wenn es nicht im Bereich Musik gegangen wäre? Wahrscheinlich wäre ich noch auf der Uni und würde immer noch studieren. Und würde dann irgendwas mit Rechnungswesen machen. Also ich hätte vielleicht irgendwie doch versucht, was in der Musik zu machen. Ich weiß nicht so ganz genau. Und wer hat gestrippt? Okay. Ich war überhaupt kein Stripper, das ist nicht wahr. Möchtest du nicht mal? Das ist ein ganz großer Unterschied, was ich gemacht habe. Also was war es genau? Was war's genau? Ein Kissogramm sozusagen. Also man kann mich, konnte mich dann mieten und dann haben die Freunde irgendwelche Informationen angegeben über die ganzen Peinlichkeiten, die sich dann in der Vergangenheit erlaubt haben. Dann bin ich irgendwie mal in die Bar gegangen, wo sie dann gefeiert haben und wenn einer Geburtstag hatte, habe ich dann irgendwie auf die Bühne hochgezogen, habe irgendwie eine Küsse auf die Wangen gegeben und bin wieder rausgegangen. Das war so eine tolle Sache. Das hört sich doch gut an. Und ich würde sagen, damit wir jetzt nicht alle zu schwitzen anfangen, gibt es jetzt den nächsten Clip und dann gibt es die Jungs live auf der Bühne und hier ist Westlife, Flying Without Wings. Yeah. Here we go. Everybody.